Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video-Special. Heute darf ich euch mal aus unserem Blu-ray-Wohnzimmer begrüßen, denn wir haben mal wieder einen Projektor im Test. Dieses Mal den BenQ W2000. Und weil dieser Projektor ein paar Dinge anders macht als die sonstigen Heimkino-Projektoren, die wir hier immer im Test haben, testen wir den heute mal eher unter Wohnzimmerbedingungen. Der BenQ W2000 ist deutlich kompakter als andere Projektoren, was einfach daran liegt, dass hier nur ein Bildschirm Anwendung findet. Es ist ein sogenannter DLP-Chip. Der komplette Lichtweg ist abgekapselt. Das heißt, ihr habt bei dem Beamer auch keine Staubfilter. Er ist auch nicht wirklich lichtdicht abgekapselt. Das heißt, man kann da von außen durch die Lüftungsschlitze ganz gut reinschauen und sieht dann eben, wie diese Lampe in diesen Lichtkanal dann reinstrahlt. Für die Einfärbung des Bildes ist ein Farbrad zuständig. Dieses Farbrad besteht aus 6 Segmenten und es handelt sich hierbei um eine RGB-Anordnung, also Rot, Grün, Blau, jeweils zweimal vertreten. Ist hier ein bisschen irreführend im Bild dargestellt, aber man hat sozusagen zweimal eine RGB-Anordnung und das Farbrad rotiert in bis zu 6-facher Geschwindigkeit. Und für die richtige Bilderzeugung ist eben dieser Bildchip, dieser DLP-Chip zuständig, der über 2 Millionen Mikrospiegel verfügt. Und diese Mikrospiegel können in irrsinniger Geschwindigkeit entweder zum Lichtweg hinkippen oder eben davon weg, und je nachdem, in welche Richtung diese Mikrospiegel kippen, davon ist dann abhängig, ob ihr einen sehr hellen Bildpunkt habt, einen dunklen Bildpunkt habt oder irgendwas dazwischen, also einen Grauwert. Und dann geht es praktisch durch das Objektiv dann zur Leinwand. Bei den Anschlüssen stehen viele zur Verfügung, also egal ob analoge oder digitale Eingänge. Was erfreulich ist, dass neben den Lautsprechern auch noch Audioanschlüsse vorhanden sind. Die HDMI-Anschlüsse, ihr seht es hier schon, sind auch zum MHL-Standard, CEC-Standard, 3D-Standard und so weiter kompatibel. Entfernt man die obere Blende, so sieht man einen weiteren USB-Anschluss und einen weiteren HDMI-Anschluss. Und das hat auch alles seinen Sinn, denn ihr könnt beispielsweise einen Fire TV-Stick von Amazon dran klemmen. Der Stick baumelt dann nicht irgendwo hinten an den Anschlüssen dran rum oder könnte beim Transport irgendwie beschädigt werden. Oder beispielsweise das WLAN-Modul von BenQ, um die Bildübertragung ohne Kabel zu gewährleisten. Und hier erkennt man auch den Zugang zur Lampe, die man eben mit wenigen Handgriffen auswechseln kann. Was uns nicht ganz so gut gefallen hat, ist diese Objektivabdeckung, die man da vorne dran setzen kann, so als Staubschutz, weil die fällt sehr, sehr leicht wieder raus. Was uns gefallen hat, sind die Bedienelemente direkt am Beamer und dass BenQ auch ein überaus langes Stromkabel beilegt. Wenn ihr den Projektor korrekt ausrichten wollt und nicht auf die horizontale und vertikale Keystone-Korrektur zurückgreifen wollt, die zwar praktisch ist, aber euch natürlich dann das Bild digital beschneidet, dann solltet ihr einfach darauf achten, dass der vertikale Lensshift, den der Projektor bietet, nur minimal nutzbar ist und der Projektor sollte eher in Richtung Bildunterkante aufgestellt werden. Durch den vertikalen Lensshift lässt sich das Bild wirklich nur noch weiter nach oben schieben und eben nicht nach unten. Ansonsten ist der Projektor ungemein umgänglich, denn er ist perfekt für eine Tischprojektion geeignet. Ihr könnt beispielsweise eine 2,50 Meter breite Leinwand aus einer Distanz von weniger als 3 Meter ausleuchten. Der Zoom-Bereich ist nicht gerade üppig, aber wenn ihr euch einfach dran haltet, dass der Beamer eher nah als weit von der Leinwand entfernt stehen sollte, dann habt ihr da überhaupt keine Probleme. Die mitgelieferte Fernbedienung erfüllt ebenfalls tadellos ihren Zweck. Sie ist auch vollständig beleuchtet. Also selbst wenn ihr den Projektor mal in dunklen Raum nutzen solltet, findet ihr da ganz leicht die entsprechenden Tasten. Beim Betriebsgeräusch gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem Energiesparmodus und dem Hohenlampenmodus. Das heißt, hier könnt ihr wirklich mit voller Lichtleistung fahren. Die Lautstärke ist in etwa auf dem Niveau, was die deutlich größeren 4K-Projektoren von Sony und JVC bieten, die eben im geringen Lampenmodus deutlich leiser sind. Was beim BenQ noch so ein bisschen dazu kommt, ist, dass man dieses Farbrad als hochfrequenten Ton teilweise hören kann. Das ist aber sehr, sehr aufstellungsspezifisch. Das heißt, dieser Hochfrequenzton lässt sich wirklich ganz gut abschotten. Wenn wir uns das Bildmenü anschauen, dann sehen wir hier erstmal die Voreinstellungen, die wir hier tätigen können. Da ist Cinema
Back 709 besonders zu empfehlen, denn die Voreinstellung des Projektors ist wirklich exzellent. Bei Helligkeit und Kontrast könnt ihr eigentlich die Voreinstellung wählen, also die 50er-Werte. Wir haben ja den Kontrast minimal erhöht. Bei der Bildschärfe sollte man irgendwie einen Wert zwischen 5 und 10 wählen, sonst kommt es wirklich zu einer Überschärfung. Man hat hier einen Full-HD-Projektor, der mit einem Bildchip arbeitet und die Abbildungsschärfe ist wirklich exzellent. Also man muss es hier nicht übertreiben. Bei der Farbtemperatur war es zumindest bei unserem Modell so, dass man in der Normaleinstellung eine ausgeglichenere Farbtemperatur hatte als beispielsweise in der Warmvoreinstellung. Die Lampenleistung lässt sich in zwei Stufen regeln. Da sich die Lüfterlautstärke kaum verändert, kann man das hier ruhig in der hohen Einstellung belassen. Die Lampenlebensdauer sinkt dadurch zwar geringfügig, aber für die Bildqualität ist es auf alle Fälle zu empfehlen, das auf maximaler Stufe zu betreiben. In der Gamma-Auswahl kann man die Voreinstellung nutzen, die ist sehr, sehr gut abgestimmt und Brilliant Color ist eine Funktion, die zur Kontraststeigerung eingesetzt wird. Hierdurch erhöht sich die subjektiv empfundene Bildhelligkeit, es erhöht sich aber nicht die Farbhelligkeit. Das heißt, wenn man jetzt einzelne Farben messen würde, würden die ihre Leuchtkraft beibehalten. Was aber erhöht wird, ist beispielsweise die Brillanz von Weißflächen. Aber was die Funktion noch so ein bisschen besonders macht, das schauen wir uns dann mal an. In der Farbtemperatur-Feineinstellung könnt ihr das hier wirklich sehr, sehr, sehr genau in dunklen und hellen Bereichen regeln. Und im Farbmanagement könnt ihr hier für jede Primär- und Sekundärfarbe noch den Farbton und den Sättigungswert und die Leuchtkraft einstellen. Auch das ist wirklich exzellent gelungen. Man muss hier gar nicht viel ändern bzw. viel anpassen, weil die Voreinstellung einfach stimmig ist. Viel mehr gibt es dann hier auch nicht einzustellen, denn was dieser Projektor nicht bietet aufgrund der Preisklasse sind eben solche Funktionen wie nochmal eine Kontrastverstärkung abzurufen oder beispielsweise auch eine Zwischenbildberechnung zu bieten. Die fehlt hier komplett. Die verbaut BenQ erst im W3000 Modell. Was aber eine Besonderheit ist, ist der Tonmodus, denn der Projektor hat integrierte Lautsprecher und diese klingen in den Tonvoreinstellungen wirklich grausam. Denn egal was ihr hier einschaltet, ob Kino, Musik oder Sport oder Spiel, es ist unglaublich blechern und man fühlt sich so ein bisschen bestätigt, dass es gar keinen Nutzwert hat, dass man hier Lautsprecher verbaut hat. Allerdings muss man sagen, hat man hier zwei Lautsprecher verbaut, also man hat wirklich eine Stereo-Anordnung und man kann diesen Tonmodus hier auf Benutzer stellen und dann den Equalizer aufrufen. Und das, was exzellent funktioniert, ist, die Frequenzbereiche in den tiefen Frequenzen anzuheben und insbesondere die Frequenzbereiche um 1 und 3 kHz extrem stark abzusenken. Ihr solltet das hier auf minus 5 bis minus 8 runtersetzen. Das sind die Bereiche, die für die Stimmwiedergabe maßgeblich zuständig sind. Und man senkt dadurch so ein bisschen diesen blechernden Charakter ab und gewinnt dann hier mehr Volumen. Und obwohl uns jetzt die Lautsprecher in keinster Weise vom Hocker reißen, müssen wir eben sagen, macht das Gesamtkonzept doch durchaus Sinn. Was bei den Lautsprechern durchaus überrascht, ist die erzielbare Lautstärke. Da haben andere Projektoren dieser Preisklasse wirklich das Nachsehen. Denn in den meisten Fällen sind nur Mono-Lautsprecher verbaut und die übertönen kaum das Betriebsgeräusch des Beamers, während der BenQ W2000 wirklich sehr, sehr laut aufspielen kann. Und das demonstriere ich euch mal schnell. Wir gehen jetzt mal hier mit der Lautstärke hoch. Und ihr merkt es ja schon, ich komme hier kaum noch gegen diese Lautstärke an. Damit lässt sich problemlos auch mal das Schlafzimmer beschallen oder eben auch ein Videospiel im Kinderzimmer genießen. Bandfarbe ist hier noch ganz interessant, um, falls man jetzt nicht auf eine Weißfläche projiziert, was man natürlich unbedingt machen sollte, aber falls das nicht möglich ist, kann man das hier ein bisschen ausgleichen. 3D können wir jetzt hier leider nicht zeigen. Ihr solltet euch 3D-Brillen holen, die zur 144 Hz Frequenz kompatibel sind. Denn die Shutterfrequenz pro Auge beträgt bei diesem Beamer wirklich 3x24 Hz, also 72 Hz. Und das gelingt einigermaßen flimmerfrei. Ihr seht dann auch keine Doppelkonturen und so weiter. Also die 3D-Darstellung ist wirklich gut. Man braucht halt
spezielle Brillen, aber das lässt sich im Internet schnell ausfindig machen. Ansonsten habt ihr noch eine CEC-Steuerung, ihr habt auch eine MHL-Unterstützung, ISF könnt ihr hier entsperren und den Beamer dann noch besser kalibrieren. Insgesamt müssen wir sagen, ist das, was BenQ hier bietet, wirklich exzellent. Die Voreinstellungen sind super und das neue Farbrad macht halt wirklich einen guten Bildeindruck, denn die Farbsättigung, das können wir uns hier auch mal im Bilddiagramm anschauen, erreicht jetzt wirklich die Sollwerte sozusagen des Jetzt-Standards. Und ihr müsst eben noch nicht mal den Beamer großartig kompliziert kalibrieren. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und was eben auch noch äußerst außergewöhnlich ist in dieser Preisklasse, ist, dass die Farbtemperatur auch in den dunkelsten Bereichen absolut stabil bleibt. Das heißt, ihr habt nicht dieses typische LCD-Problem, wo man häufig einen deutlichen Blauschimmer im Tiefschwarz bemerkt, sondern hier ist die Farbtemperatur wirklich konstant über alle Helligkeitsbereiche. Natürlich hat so eine Einchip-Projektion mit einem rotierenden Farbrad auch Nachteile. Das kann ich euch hier mal am Beispiel zeigen. Das heißt, wenn ihr hier solche kontraststarken Inhalte darstellt und teilweise dann mit den Augen zwinkert, dann ist es in der Praxis so, dass man Farbblitzer wahrnehmen kann. Wir haben hier mal eine sehr, sehr kurze Belichtungszeit gewählt und sehr, sehr viele Bilder hintereinander gemacht. Und da sieht man eben, dass diese Farbdarstellung eben nacheinander erfolgt. Also ihr habt nie alle Farben zeitgleich auf der Leinwand, sondern eben in ultra kurzen Abständen nacheinander. Durch die Wahrnehmung ist das Bild dann natürlich in der Praxis wieder farblos, aber diese Farbblitzer können so ein bisschen irritieren, wenn man es einfach nicht gewöhnt ist. Der zweite Nachteil betrifft so eine leichte Bildunruhe in dunkleren Bildbereichen. Das heißt, es kommt zu einem leichten Pixelflirren, ist immer dann auffällig, wenn beispielsweise Animationsfilme dargestellt werden, die eigentlich kein Bildrauschen beinhalten. Das heißt, da arbeitet die DLP-Technologie nicht ganz so ruhig wie beispielsweise die LCD-Technik oder SXRD-Technik. Bei dem Pixelraster ist zu sagen, das können wir uns hier mal im Vergleich anschauen, dass durch die hohe Abbildungsschärfe natürlich so eine Art Pixeleffekt auftreten kann. Ihr habt eine Full-HD-Auflösung, das heißt, der Sitzabstand sollte schon ungefähr die dreifache Bildhöhe betragen. Die Füllrate dieses DLP-Chips ist auch deutlich besser als beispielsweise bei LCD-Projektoren. Also da würdet ihr dieses Pixelraster deutlich besser sehen. Aber beispielsweise Sonys SXRD-Technik bietet noch eine bessere Füllrate und da verschwindet sozusagen dieser Pixel-Effekt fast vollständig. Wir haben ja mal den VPL HW40ES als Vergleich genommen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, die Brilliant Color Funktion ist deutlich besser als das, was man sonst so in DLP-Projektoren vorfindet. Natürlich ist es so, BenQ kann hier nicht zaubern, das heißt die Farbhelligkeit erhöht sich nicht, das ist ähnlich wie bei anderen DLP-Projektoren, aber die Funktion ist sehr, sehr sinnvoll. Wir haben hier mal ein Bild genommen, was so ein bisschen Sonnenlicht simuliert, was da durch die Wolken fällt, und wenn wir das jetzt hier einschalten, dann erkennt man zwei Effekte. Erstens, das Sonnenlicht ist viel, viel brillanter umgesetzt, viel, viel glaubwürdiger. Und es wird eine Gamma-Korrektur eingesetzt, die den Bildkontrast in diesem Bereich auch nochmal verstärkt. Das heißt, in TV-Sprache erreicht der Beamer hier 500 Nits Helligkeit. Das ist unfassbar für einen 1000-Euro-Beamer. Wenn man das hier abschaltet, ist man immer noch bei 400 Nits Helligkeit. Also an Bildhelligkeit und an Kontrastumfang mangelt es hier nicht. Welche Bildqualität der BenQ W2000 an den Tag legt, lässt sich eigentlich am besten beurteilen, wenn man mal das Bild des Projektors im Vergleich zu einem Fernsehbild sieht. Und wir haben hier mal einen ganz normalen Edge LED LCD genommen im Preisbereich 1500 bis 2000 Euro. Und da erkennt man eben schon den ersten DLP-Vorteil, dass eben die Farbstabilität auch in dunklen Szenen problemlos gehalten wird. Was eben auch beeindruckt, ist die Bildhelligkeit, die der BenQ W2000 erreicht. Das heißt, hier seid ihr deutlich über dem Normalniveau, was Edge-LED-LCDs an den Tag legen. Dass der BenQ W2000 jetzt nicht die beste Schwarzdarstellung bietet, lässt sich gut verschmerzen, wenn man den Projektor eben eher im Wohnzimmerumfeld installiert. Was aber eben auffällig ist, dass die Durchzeichnung wirklich exzellent ist. Das heißt, auch hier kommt man bei LED-LCDs schnell an die Grenze, dass irgendwelche Details dann ein bisschen flöten gehen, speziell wenn man dann eben noch irgendwelche Kontrastoptimierungen anwirft.
Was euch ebenfalls erspart bleibt, sind typische LCD-Artefakte. Hier kann man eben gut sehen, wenn man hier mit einer Edge-LED-Beleuchtung arbeitet und eben kein vernünftiges Dimming hat, dann hat man dann im TV recht sofort diese Clouding-Effekte, diesen Blauschimmer. Und man hat auch in extremem Maße die Blickwinkelabhängigkeit. Das passiert beim B2000 nicht. Die Farbstabilität ist exzellent, die Durchzeichnung ist exzellent und auch dunkle Filmszenen, obwohl das Schwarz eben aufgehellt ist, sind sehr, sehr gut darstellbar. Was das Limit des Projektors ist, ist die 60 Hz Bildverarbeitung. Das heißt, da ist man einfach bei der Bewegtbildschärfe auf einem 60 Hz Niveau. Aber was der riesengroße Vorteil ist, ihr habt wirklich keinerlei Nachzieheffekte. Also diese Mikrospiegel, dieser DLP-Chip ist wirklich unglaublich gut, wenn es darum geht, schnellste Bewegungen schlierenfrei darzustellen. Und auch da stoßen LCDs häufig an die Grenze. Der nächste große Vorteil ist die gleichmäßige Ausleuchtung. Ihr habt keine Streifen, keine Schatten, keine Ungleichmäßigkeiten. Was aber auffällig ist, durch den enorm großen Zoom stößt man da jetzt so ein bisschen an die Grenzen der gleichmäßigen Helligkeitsverteilung. Das heißt, man bemerkt einfach, dass die Bildmitte heller ist als die Bildränder und wir konnten da Helligkeitsunterschiede von bis zu 30-40% messen. Allerdings ist es in der Praxis so, dass dieser Helligkeitsabfall natürlich äußerst gleichmäßig abläuft. Man sieht das hier, denke ich, auch gut. Man bemerkt so ein bisschen, dass die Bildmitte heller ist als die Bildränder, aber es ist jetzt nicht mega störend und wenn man eben nicht komplett einfarbige Flächen hat, fällt das eigentlich auch kaum auf. Hier sieht man eben nochmal, dass das Bild an sich verfärbungsfrei ist. Auch hier sieht man, dass die Bildmitte heller ist als der Bildrand. Bei unserem Modell war es jetzt so, dass die rechte obere Bildecke noch so einen leichten rötlichen Touch hatte. Aber das war so marginal, dass es selbst mit solchen Testbildern relativ schwer war, das überhaupt zu erkennen. Hier kann man nochmal ganz gut sehen, dass es Einleuchteffekte, Clouding-Effekte beim BenQ in keinster Weise gibt, aber was ihr hier seht, sind irgendwelche komischen Punkte, die relativ unscharf sind. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem, was uns im ersten Test gar nicht aufgefallen ist, denn wir haben natürlich den Projektor erstmal ganz normal nur in unseren Testräumen betrieben. Und erst nachdem wir den Projektor wirklich mal on the road genutzt haben, das heißt auch in Schlafzimmerräumen oder eben in Wohnzimmerräumen, ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass das Innenleben wahrscheinlich doch nicht so staubdicht ist, wie es BenQ verspricht. Wenn ich hier den Fokusbereich verändere, dann merkt man eben, dass sich diese Staubpunkte wirklich sehr, sehr scharf darstellen lassen. Das bedeutet aber auch, sie liegen außerhalb der normalen Fokusebene. Das heißt, wenn ich das Bild scharf stelle, sind die Staubpartikel unscharf. Wenn ich die Staubpartikel scharf stelle, ist das Bild unscharf. Und wir konnten beim besten Willen, weil wir eben den Projektor jetzt nicht umständlich aufgeschraubt haben, im besten Willen nicht feststellen, wo jetzt dieses Problem genau liegt. Wir tippen eventuell, dass es irgendwo im Bereich der Optik ist, dass sich der Staub festsetzen kann. Und uns ist es leider nicht gelungen, egal mit welchen Mitteln, diese Staubkörnchen auch nur einen Millimeter zu bewegen. Jetzt kann es natürlich gut sein, dass wir hier ein Modell erwischt haben, was wirklich irgendeinen mechanischen Fehler hat, sodass Staub irgendwo eindringen kann, was eigentlich nicht sein soll. In unserem Fall müssten wir jetzt den Projektor bei BenQ einschicken. Eine große Überraschung haben wir auch erlebt, als wir mal untersucht haben, wie der Beamer Helligkeitsverläufe darstellt. Da sind wir eigentlich von DLP-Projektoren nicht so wirklich ein gutes Niveau gewöhnt. Der Beamer hat uns hier überrascht, das heißt, die Helligkeitsverläufe sind wirklich sehr schön geglättet. Ihr habt da keine künstlichen Abstufungseffekte und wenn man sich das mal auf dem LED-LCD rechts anschaut, dann muss man eben sagen, selbst ein 2000 Euro Fernseher ist nicht automatisch besser als ein 1000 Euro Projektor. Das gleiche gilt für die Darstellung in voller Farbauflösung. Da ist der BenQ B2000 ebenfalls exzellent. Der Beamer arbeitet eigentlich in allen Modi mit voller Farbauflösung. Das erfreut vor allem PC-User oder Videospiel-User. In solchen Testbildern lässt sich nochmal ganz gut veranschaulichen, wie es um die Schwarzdarstellung, Kontrastdarstellung bestellt ist. Beim LED-LCD ist eben immer dieses Manko, dass dieser Blauschimmer durchkommt, was eben bei der DLP-Technik nicht passiert. Und wenn wir jetzt hier auf eine Graufläche umschwenken, dann sieht man eben diese enormen Defizite in der Ausleuchtung bei den Edge-LED-LCDs, während die DLP-Technik da wirklich überhaupt keine Probleme hat.
Und das ist im Prinzip das Testbild, wo der PingQubit 2000 eigentlich auch einen besseren Job macht als irgendwelche 10.000 Euro 3-Chip-Projektoren, die eben immer mit diesem Farbversatz zu kämpfen haben. Damit hat der PingQubit 2000 keine Probleme, ist auch nicht überraschend, weil natürlich nur ein Bildchip Verwendung findet, das heißt irgendwelche Konvergenzprobleme gibt es da nicht. Einen leichten Farbversatz an kontraststarken Konturen, die durch das Objektiv hervorgerufen werden, sind minimal, also es ist wirklich äußerst schwierig, egal wie viel so ein 3-Chip-Beamer kostet, dieses Qualitätsniveau zu erreichen. Unser Fazit fällt diesmal durchweg positiv aus, was einfach daran liegt, dass wir überhaupt keine Hoffnung hatten, dass man mit einem 1.000-Euro-Projektor ein vernünftiges Kinobild projizieren kann. Wir fühlen uns in unserer Einschätzung da auch so ein bisschen bestätigt, weil wir hatten zum gleichen Zeitpunkt des W2000 auch andere DLP-Projektoren in der gleichen Preisklasse mal zum Vergleich da. Man muss halt einfach feststellen, dass das Qualitätsniveau, was BenQ hier bietet, in keinster Weise normal ist in dieser Preisklasse. Was eben begeistert, ist die prinzipielle Grundabstimmung des Beamers. Die Farben sind einfach stimmig, die Durchzeichnung passt, der Kontrasteindruck ist exzellent, die Helligkeit stimmt. Die Bewegtbildschärfe ist nur auf 60 Hertz Niveau. Wir vermissen auch wirklich diese Zwischenbildberechnung, um gerade Animationsfilme flüssiger darzustellen. Aber die Abbildungsschärfe ist exzellent, man hat keine Nachzieheffekte. Was wir bei anderen DLP-Projektoren dieser Preisklasse auch immer wieder feststellen mussten, Artefakte wie False-Kontureffekte oder dass man eben doch so farbige Doppelkonturen hatte bei schnellen Bewegungen, all das gibt es beim W2000 nicht. Das ist ein extrem gut optimierter Projektor, der es eigentlich in der Bilddarstellung mit so ziemlich allen Projektoren in der gleichen Preisklasse, aber auch in der doppelten Preisklasse aufnehmen kann. Gaming-Fans kommen bei dem Beamer sicherlich auch auf ihre Kosten. Die Eingabeverzögerung ist mit 50 Millisekunden jetzt nicht megamäßig gering, aber sie ist auch nicht so hoch, dass es jetzt stören würde. Die Farbblitzer sind natürlich für diejenigen, die den Regenbogeneffekt sehr gut wahrnehmen können, natürlich immer noch ein Manko im Vergleich zu 3-Chip-Beamern, aber wir müssen ja wirklich sagen, dass die Preis-Leistung außergewöhnlich ist. Und wenn man deutlich mehr will, müsste man schon beispielsweise zu einem HB40ES von Sony greifen, der eben das Doppelte kostet. Ich hoffe, euch hat dieser umfangreiche Testeinblick in BenQs neues W2000-Modell gefallen und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Macht's gut!